So, da bin ich wieder. Aus den 5 Minuten ist eine Dreiviertelstunde geworden. Aber es sind eine Unmenge Mods zu laden und das ging nicht beim zweiten Mal, es ging erst jetzt beim dritten Mal. Ich habe eigentlich schon die Hoffnung aufgegeben. Musik ist, glaube ich, nicht zu hören. Ich weiß auch nicht, warum sich das jetzt plötzlich ändert. Aber Hauptsache, man hört hier die Umgebungsgeräusche und dann natürlich auch das, was ich manchmal auch sinnloserweise sage, aber manchmal auch sinnvoll. So, ich habe gestern hier noch ein bisschen rumgebastelt und darauf gewartet, dass sich diese Seeds vervielfältigen. Das tun sie auch. Allerdings wollte ich ja, dass diese, jetzt haben wir erstmal wieder einen Hänger, dass sich die Eigenschaften verändern und verbessern. Und das haben sie bisher noch nicht getan. In anderen Spielen war das so, dass man dann hier diese Cropsticks in der Weise aufstellt und dann bilden die neue Pflanzen und diese Pflanzen sind etwas höherwertig, aber bisher tut sich da nichts. Ich weiß nicht warum. Aber auch hier habe ich das mal so gelassen, nicht geerntet. Ja, gut, aber das kann ich schon mal wegnehmen. Ja, also ich meine, ich hätte es auch eben einmal gehabt, aber kann auch sein, dass ich diese einfachen Cropsticks hingestellt hatte. Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall war ich mir sicher, das müsste so gehen. Ja, gut, geht nicht. Dann glaube ich, werde ich auch noch ein bisschen das ganze Feld ausdehnen, damit man auch ein bisschen mehr erntet, denn ich brauche jetzt auf jeden Fall diese Essenzen. Muss ich mal gerade gucken. Holz hatte ich hier drin. Habe aber hier auch noch ein bisschen was. Sind ja immer 4, also 8 Stück dazu. So, jetzt sollte eigentlich das sich hier ausdehnen. Hoffe ich mal. Das tut es in der Tat. Also so funktioniert es, wenn man also nicht diese gekreuzten oder etwas höherwertigen Cropsticks nimmt, dann geht das also ziemlich spontan. Da hat sich irgendwas getan. Ah, es geht doch. Aha, es geht doch. Man muss bloß Geduld haben. Also das hat jetzt funktioniert. Es dauert nur endlos lange. Ja, na gut. Dann warten wir mal ab. Bis sich das dann auch fortsetzt. Ich glaube, dann werde ich aber hier weiter ernten, denn ich möchte ja, dass die etwas höherwertige sich vervielfältigt und nicht diese. Ja, dann kann man die auch ernten. Das ist dann kein Problem mehr. Also hier hat sich nichts getan bisher. Aber das wird ja dann wohl auch klappen. Gut, dann lassen wir das mal so weiterarbeiten. Ich glaube, ich nehme den sogar ganz raus. Damit er nicht auf den Gedanken kommt, da jetzt sich fortzupflanzen. Dann machen wir es so und ich baue einfach hier nochmal ein bisschen weiter. So, jetzt kann sich das Ganze ein bisschen ausdehnen und ich kann eigentlich auch ernten, was hier nicht in unmittelbarer Nähe zu diesem einen Feld ist. Ja, so viel ist es noch nicht. Das muss natürlich auch wieder automatisiert werden. Aber
Alles nach und nach. Ich habe eben mal oder gestern mal geguckt, ja, hier hat sich das nochmal wieder vervielfältigt. Gestern mal geguckt nach den einzelnen Quests hier. Ich werde mit Sicherheit bei weitem nicht alles schaffen. Also das ist ja so viel. Oh, Defeat the Wither, da muss ich hin, den Netherstar, den muss ich haben. Ja, wo ist die Linie? Hier. Wie macht man den? Ganz einfach. Ja, das kann man ja sofort machen. Dann nehmen wir mal einen Stick und dann haben wir Kashyyyk Tome. So. Wow. Was ist das? Eine Injektion. Na gut. Injection. Dark Oak Book Case. Aha. Das ist ja interessant. Gibt es auch diese Hell Shaves? Ne, wahrscheinlich nicht. Dark Oak. Was macht man damit? Kann man da was Bücher reinstellen oder was? Ich weiß es jetzt nicht. Ja, ich kann es ja mal irgendwo hinhängen. 5 Diamanten, die haben wir ja. Ja, die können wir ja schnell besorgen. Dann machen wir es mal irgendwo dran. Sieht ja vielleicht ganz nett aus. Wenn das hier so hinkommt. So. Ah ja, okay. Vielleicht passen da die Bücher rein. Ja. Die kann man auch so wieder nehmen. Das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das habe ich noch gar nicht so gesehen. Ich weiß gar nicht, wie viel da jetzt reinpasst. Nett gemacht, mein Questbook. Ja, passt schon eine ganze Menge rein. So, den Rest lassen wir mal. Okay, dann schaffen wir uns hier auch so ein bisschen mehr Platz. Ja, was wollte ich? Ich war gerade hier dabei, die Diamanten zu holen. Also das ist ja jetzt kein Problem. Die haben wir natürlich so, Quest completed. Und dann tasten wir uns mal langsam ran an diese Quest hier. Ah, ja, das ist sehr gut. Ja, prima. Habe ich alles schon. Defeat the Wither. Let's hope it doesn't spawn as a champion. Ja. Nein, von diesen Fragmenten. Okay. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof, dass ich jetzt so ein zweites Building-Gadget habe. Und tun wir es hin. Da. Naja, gut. So teuer war es nicht. Und der Trend geht zum Zweit-Gadget in jedem Fall. So, hier tut sich noch nichts. Ja, gut, also es braucht Geduld, bis man die nächste Stufe erreicht. Ich denke mal, das ist dann auch, so, dass es schneller geht, wenn je höher die Stufe ist. So, die kann man ja schon mal wegnehmen. Die nicht. Ja, da hätte ich jetzt warten können, aber jetzt sind sie weg. Jetzt warten wir mal ab, bis sich das ein bisschen ausdehnt, das Ganze. Das sind alles Tier 3 und zwar 1 und 10. Ich möchte natürlich die ganzen auf höchster Stufe haben. 10, 10, das wäre natürlich optimal. Aber das dauert halt.
Gut, die lassen wir jetzt mal stehen, damit die sich hier noch ein bisschen verteilen. Und das heißt, den kann man nehmen. Kam jetzt nichts raus. Gut. Mache ich mit dem Ding. Vampirism, habe ich eigentlich keine Lust im Moment zu. Das habe ich mal gemacht, aber wie gesagt, man kann einen Weg wählen. Beides hat seine Vorteile, ob man Vampirjäger wird oder selbst zum Vampir. Das kann man natürlich beides machen. So, hier habe ich meine Teile drin, die wichtig sind. 2 Stunden 14, naja, das habe ich schon hier in der Bottle. Also da muss ich mich nochmal kundig machen, wie das genau funktioniert. Ich glaube, ich nehme noch mal ein bisschen von dem Brot mit. Red Burger, ja, prima. Lecker. Und was noch? Oh, nichts weiter. Ich glaube, das reicht. Das ist ja schon eine ganze Menge. Gut, im Questbook sind wir hier angekommen. Zweimal Elevator. Da bräuchte ich dann auch mal mehr Enderperlen. Ich habe ja versucht, schon mal an Enderperlen zu kommen. Im Moment gelingt es mir noch nicht. Ich habe noch keine Mobfarm gehabt, die das gebracht hat. Übrigens sehe ich gerade, hier ist Steelleaf Fire Protection, aber immerhin 6. Das ist natürlich nicht schlecht. Vielleicht sollte ich da mal auswechseln. Man kann ja unter Umständen auch noch was anderes dazu nehmen. Ich glaube, ich guck mal, ob ich irgendein Buch habe. So, das ist alles fürs Schwert. Das habe ich hier also auch noch mal. Shock Protection. Flimflam kenne ich gar nicht. Flimflam kenne ich gar nicht. Sagt mir jetzt nichts. Das nehme ich mal nicht. Thorns. Ich glaube, Thorns ist ganz gut. Ja, das wollen wir mal drauf packen. Wo haben wir denn eigentlich den Amboss? Den hab ich immer noch da. Immer noch da hinten. Den nehme ich mir jetzt mal mit. So. Ja, ich muss hier endlich mal umräumen. Alles. Das ist immer noch eine blöde Lauferei. Vielleicht fange ich auch hier mal an mit dem Verschieben. Ja, das machen wir gleich. Ich will nur gerade mal den Amboss irgendwo hinstellen. Der nimmt ja nicht viel Platz weg. Stellen wir mal hier hin. So. Also. Die Thorns. Ja, das ist gut. Ja, okay. Fire Protection habe ich zwar auch hier mit, aber trotzdem ganz gut so. Ja, ich glaube, ich werde mal das Ganze umräumen. Wo fangen wir an? Vielleicht das Ganze so 1, 2 nach rechts. 2 nach rechts, ja, das müsste eigentlich reichen. So, machen wir mal Stück für Stück. 1,
Also 2. Okay, so. Ja. Dann, ja, jetzt muss man natürlich das auch wieder einstellen, richtig. Das ist Gott sei Dank, das verbraucht sich nicht, wenn man das abmacht. Ach, da ist so ein Flat Transfer Node noch drin. Ich wollte jetzt einmal diesen. Nee, da unten hin. Ach, falsch. Da machen wir nochmal gar nichts. Wir stellen das gleich erstmal ein. Warum willst du da nicht hin? So, jetzt. 1. Hatte ich die direkt da oben drauf? Oder hatte ich das? Ich hatte 2, glaube ich. 2. Ja, geht so. Ich glaube, das war so. So, und dann oben drauf hatte ich, ich muss jetzt irgendwie mal nach oben kommen. Nehmen wir mal ein bisschen Cobblestone. Oben drauf hatte ich dann dieses Gerät. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so ein... Den Flat Transfer Node, ich glaube, den hatte ich dazwischen. Gucken wir mal. Jetzt müssten wir eigentlich das Ganze verbinden, um mal zu sehen, ob es so funktioniert. Aber ich muss ja das auch einstellen, richtig. Kann man nämlich vorher machen, das wusste ich zuerst nicht. Man muss erst links anfangen. So. Jetzt packen wir mal das hier weg. Da hatte ich auch so ein Teil. Das wird ja jetzt mit abgelöst. So, 1, 2. Dann kommt das hier hin. Nee. Das war das Falsche, das. Und das mit... Steuerung obendrauf. Wenn ich mich richtig entsinne, muss das Steuerung sein, weil es ja nach unten geht, also ziehen muss. Ja, es zieht Lava nach unten, richtig. Da muss man mal genau aufpassen, ob man die Shift-Taste nimmt oder Steuerung. Je nachdem geht es in die eine oder die andere Richtung. So, wo ist jetzt der Hebel? Da ist er. So, und wir gucken mal, was hier draus wird. Sehen, ob das stimmt, ob ich da nochmal Hand anlegen muss. Nehmen wir mal einfach 3 Steine. So. Das wird ja dann schon... Ja, kommt rein. Immerhin. Gut, das ist also genau wie ich es hatte. Und jetzt kommt da noch ein Transfer-Node dran und meine... Nein, du sollst da nicht hin, sondern daneben das Teil. Und dann kommt das der Wasserhahn oder der XP-Hahn. Kommt noch dran. So, ja, das geht jetzt noch nicht rüber, warum auch immer, vielleicht ist es einfach noch zu wenig. Ich weiß nicht, vielleicht sind es immer 100er Einheiten, 100er Schritte.
90. Ja, so sieht's aus. Also immer in 100er Schritten geht es. Gut. So, wo hatte ich den denn jetzt? So irgendwo verwendet haben. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Und der kommt da dran. Jetzt sieht das doch schon etwas, etwas netter aus. Und dann machen wir hier noch die Platte hin. Machen wir sie, dann haben wir sie. Eine Platte. Ich könnte eigentlich auch noch mal diesen Furnace da hinsetzen. Ja. Der ist ja nicht schlecht. Vor allem recht schnell. Hat natürlich auch Nachteile, ist klar. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt nochmal irgendwie Brot oder was anderes backe, kann das natürlich auch da geschehen. So, das ist jetzt wieder richtig. Und hier haben wir jetzt den Platz zum Durchgehen. Das ist eigentlich ganz schön so, oder? Ist der ein bisschen im Weg? Ein bisschen schon. So. Jetzt. Gut, dann gucken wir noch mal nach den Pflanzen. Da hat sich was getan. Ja, hat sich was getan. Sehr schön. Also das hat sich hier weiterentwickelt. Der müsste dann schon höherwertig sein. Wie sieht es denn hier aus? Also die wollen und wollen und wollen nicht. Ich glaube, dann lassen wir sie auch. Dann machen wir da einfach ganz normale Seeds draus. Und man muss ja bei denen auch möglicherweise auch immer Tiererhöhung durchführen, denn das ist ja auch jetzt Tier 1. Gut, da warten wir ab, dann wird es auch besetzt, das Feld. Und ich glaube, ich muss das sogar noch mehr erweitern. Aber jetzt geht es schon ein bisschen schneller, das Ganze. Ich glaube, ich muss hier hinten nochmal erweitern. Vielleicht noch eine Reihe dazu nehmen. Oder gehe ich nach hier? Ja, ich gehe nach da. So, das soll erstmal reichen. Jetzt brauchen wir natürlich noch Sticks. Ja, ganz schön ist das natürlich später auch für Diamanten und so, aber kann man eigentlich alles Wichtige sich herstellen lassen. Und man braucht es nicht mehr irgendwo zu suchen. Ja, gut, dann lassen wir das mal einfach, wie es gehen will und laufen will, alleine. So, wir gucken nochmal, was im Questbook ansteht. Also das war hier diese Schiene.
Da brauche ich Enderperlen, Waystone auch. Was ist das? Nether Adventure. Das haben wir doch eigentlich schon fertig. Diamond Pickaxe und 10 Obsidian kann ich mir direkt. Kann ich direkt bekommen. Kann ich direkt erledigen, die Aufgabe. Da holen wir mal diese Spitzhacke. Und dann ist das erledigt. So. Ja, was gibt's noch? Oh, 6. The Nether. Ja, das habe ich auch schon. Wozu? Frage ich mich, wozu brauche ich das? Ich hätte gern mal was Schönes. Ja, gut. Oh, das ist was Feines. Das ist was Feines. Also, sagen wir mal, das sieht erstmal gut aus. Vielleicht ist ja auch was Nettes drin. Ich meine, das ist ja ganz hübsch. Aber diese Dinger hier, die sind ja unter Umständen doch ein bisschen mehr wert. Plastik. Auch noch Plastik. Wo es so viel Plastik in der Umgebung gibt und in der Umwelt. Nee, wollen wir nicht. Wo packe ich denn jetzt diese Potions hin? Hatte ich die hier drin? Ja, da hatte ich sie. Gut, dann würde ich mal, also ich habe ja nur 2 Enderperlen, das ist ein bisschen wenig. Weiß gar nicht, wo ich die her habe. Dann gucken wir mal in die Kiste. Ja, Chemical Explosive, wie auch immer. Explosiv, 3-mal. Can't fly it if you can't breathe. Can't fight. Ach so, can't fight if you can't breathe. Mhm. Also kann ich kämpfen, wenn du nicht atmen kannst. Ja, okay. Was das jetzt genau heißen soll, weiß ich nicht, aber das ist wieder so eine Sache, die ich nachgucken muss. Habe ich nämlich keine Ahnung, was das bringt. Sowas hatte ich ja schon mal, so ein Teil, wo ich nicht genau Bescheid weiß. Oder eigentlich gar nicht. Ach, hier hatte ich das. Block of Red Glove ist Rattenhandschuh oder sowas, ne? Glove ist doch Glove, ich denke mal Glove heißt das. Handschuh, Block of Red Glove. Rattenhandschuhe, komisch. Block, wenn es ein Block ist, müsste man den doch da teilen können. Also sind schon manchmal seltsame Teile. Ich habe hier übrigens so ein Golden Egg. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll, ob ich das auf den Boden schmeiße. Ich mache lieber erstmal gar nichts, bevor ich nicht weiß, was man damit anstellen kann. Also, es ist nicht so, dass ich sowas nicht schon irgendwo mal gesehen habe und vielleicht auch schon mal benutzt habe, nur in letzter Zeit mache ich auch vieles andere und dann fehlen mir manchmal die Informationen dazu. So, okay. Was können wir noch machen? Wir könnten mal ein bisschen rumfliegen und gucken, ob wir irgendwo noch einen Dungeon finden. Zum Beispiel dieses eine Dungeon, das ist ja noch etwas, sagen wir mal, unerkundet. Ist noch offen. Da hinten, da habe ich ja die Markierung. Da könnte ich dann nochmal hinfliegen. In der Hoffnung, dass mich da nicht, wer weiß was, dann plötzlich erwartet. Und ich wieder dahin stiefeln muss und meine Sachen holen. Ja, aber übrigens, da bin ich unten gewesen. Da habe ich schon beleuchtet. Das ist irgendwie so ein versunkenes Schiff. Aber, ja, kommt immer mehr Wasser rein. Dieses Flackern, weiß ich nicht, was das ist. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie gut diese Zyklopen sind. Ob die leicht zu besiegen sind oder ob man die auch mal versuchsweise angreifen kann. Ich weiß es nicht. Ich meine, ein Versuch ist es wert, denn ohne dass man es versucht, weiß man es ja nicht. Was ist das eigentlich hier? Ist das ein kleiner Drache oder
Man kann ja übrigens auch Drachen, das ist so ein Vogel. Man kann die auch züchten, ne? Ich hatte in einem anderen Spiel, ich glaube, das war auch MC Eternal, aber irgendwie eine ältere Version. Da hatte ich auch irgend so ein komisches Vieh. Ich weiß nicht, was es war. So. Nehmen wir mal. Aha. Folgt mir. Da. Hallo? Also man kann die zähmen. Und ich meine, auf denen könnte man sogar fliegen. Aber da braucht man irgendwelche Gegenstände, mit denen man die füttert. Also wie bei Pferden auch, aber natürlich entsprechend anderes Futter. Aber es scheint mir nicht uninteressiert zu sein. So sind die natürlich auch, so können die auch angreifen, das ist klar. So, wo waren wir denn? Ich glaube, wir sind hier irgendwie nach unten gegangen. Was war das? Aber brauchen wir eigentlich jetzt gar nichts von. Ich nehme mal meine Fackeln in Form von diesem Denknull. Null. Wo ging es da hin? Weiß ich gar nicht mehr. Night Vision, das nehmen wir mit. Ah ja, Swiftness können wir auch mitnehmen. Ja, das andere weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich will mir jetzt nicht wieder die Sachen hier zumüllen. Habe ich sowieso schon was im Inventar, was ich nicht brauche. Nämlich Obsidian. Da gluckert schon ganz interessant. Wo bin ich denn lang gegangen? Da unten ging es runter. Können wir ja auch mal, spaßenshalber, hingehen. Noch eine Stufe. Noch eine Stufe. Ich möchte da lieber auch den Rückweg sichern. Braucht aber lange. Tja. Das nehmen wir natürlich mit. Sehe jetzt nichts Tolles. Aber gut, dann nehmen wir das Quarz jetzt auch mit. Wohl war da eine ganze Menge selbst erzeugen in Zukunft. Das ist ja eigentlich gar nicht mehr nötig. Okay, also ich glaube,
das sollten wir dann. Na ja gut, kommt's auch nochmal. Also das bringt hier nichts. Es muss irgendwo anders weitergehen und ich meine mich auch erinnern zu können, dass ich woanders schon war. Das muss also oben gewesen sein. Ja, hier ist natürlich, ja klar. Hier sind ja diese Bücher. Da bin ich schon überall durchgegangen. Ach, das war hier so ein Spawner mit Silberfischen. Sollen wir den noch lassen? Ja, den lassen wir noch. Was ist da? Auch ein Spawner drunter? Könnte sein. Sehr praktisch. Nee, ein zweiter. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier meinen Weg fortsetze. Oh, das sieht ja interessant aus hier. Also diese Waffe ist wirklich Gold wert. Man sieht jetzt gar nichts. Das ist natürlich... Oh, oi, oi, oi. Was ist das? Der ist ja richtig stark. Ja, das war's dann. Ich habe es geahnt. Das war auch ein bisschen viel. Selbst mit meiner Rüstung. So, jetzt muss ich ja doch dahin wandern. Ja, dann muss ich das halt tun. Aber nicht in der Nacht. Dann sollte man vielleicht auch so ein paar Sachen mitnehmen. Rüstung, Rüstungsteile. Ein Schwert. Sowas. Ja, der hatte echt Power. Weiß auch nicht warum. Aber der wollte nicht klein beigeben. Na gut. Ich krieg eine Revanche. Oh, das ist natürlich jetzt ein ganz schöner Weg. Nur an den Bienen vorbei. Wäre vielleicht mit dem Bötchen schneller gewesen.
Oh, da ist zu tief. Jetzt müssen wir langsam runtergehen. Na, das sieht gut aus hier. Wie so eine Rutsche. Ah, das ist ein Irrweg. Sind wir schon wieder auf Meereshöhe? Ich glaube, hier ist es ganz, ganz gut. So, was haben wir noch? 260. Ja, es zieht sich. Es zieht sich. Vor allem, wenn man immer in Schlangenlinien laufen muss. Da ist irgend so ein fieser Vampir oder sowas. Dem wollen wir mal jetzt nicht in die Hände laufen. So, ich glaube, wir kommen der Sache näher. Und ich denke, ich werde auch schon mal ein bisschen in den Apfel beißen. Oder vielleicht auch ein Brot zu mir nehmen. Ja, vielleicht besser. So, da sind wir schon. Wupp. Muss ich das erstmal finden? Also ich bin auf jeden Fall hier in diese Bibliothek gegangen und dann eher so Rechtsverkehr. Obwohl das eigentlich ja links ist da hinten. Also einmal muss ich nach links schwenken, so. Es sieht gut aus. Ich glaube, da bin ich gleich. Da werden die schon auf mich warten. Nee, tun sie nicht. Aber jetzt kann ich das gar nicht mehr verstauen. Ach, das brauche ich ja nicht. Das machen wir anders. Das kann man wegschmeißen. Das schmeißen wir mal weg. So, und dann packen wir ein bisschen was ein. Das und das hätte ich ja gar nicht mitnehmen müssen hier. Ja, Quatsch. Alles, was ich eben mitgenommen habe, das kann ich schon mal wegtun. Ich auch nicht. Ich glaube, ich mach mal da hinten zu. Da kann da erstmal nichts kommen. Und oh, der hat aber ja kräftig gelitten. Wow. Ja. Dann haben wir alles wieder so, wie ich es haben will und es kann wieder losgehen. Ja, nur die Äpfelchen, die nehmen wir mal hier rein. So, dann gucken wir mal, was mich erwartet. Das sieht nach einigen Zombies aus. Nicht nur. Ah, da sind wir wieder.
eine Runde rum. Ja, hier werde ich im Leben nicht mehr rausfinden. Sackgasse. Bin ich gerade durch, aber ich muss hier rechts. Irgendwas ist da auch. So, das war die Stelle, wo ich gestrauchelt bin. Also da ist noch einiges, man hört's. Ja, gut. Was kämen wir mal einen Blick weiter. Also das war eine Sackgasse. Hier ging es weiter, da bin ich gewesen. Ich sollte mal hier eine Markierung hinmachen. Für den Rückweg. Obwohl das hier gar nicht nötig ist. Kann man wieder wegnehmen. Ja, jetzt sind wir wieder an der Stelle, aber ich würde ganz... Ja. Ach. Aha. Das ging ja flott, dass man wieder an dieser Stelle ist. Es geht ja im Kreis rum. Geht irgendwie im Kreis, das Ganze. Aber es gibt doch noch Stellen. Stellen, die ich nicht besucht hatte. Die waren ja noch dunkel. Jetzt so nach, hört sich so nach Wasser an. Ja, hier habe ich doch noch nicht. Das habe ich doch geschlossen. Machen wir da mal auf. Aha. So, hier sind wir auch wiederum schon gewesen. Da allerdings noch nicht. Auch schön. Sehr schön. Hier scheint es noch eine weitere Etage zu geben. Oh, langer Gang. Nee, das ist der letzte Gang, den ich von der anderen Seite gesehen habe. Ja. Ich glaube, dann habe ich hier alles auf der Ebene. Dann müsste ich eigentlich die nächsthöhere Ebene vermutlich. Oder? Denk mal weiter oben.
Man muss eine Ebene hoch. Vertrackt. Soll ich mich hier mal reinschlagen irgendwo? Also hier unten war ja nichts. Obwohl eigentlich muss es hier auch weitergehen. Denn es ist ja hier ein Boden drunter, also es muss hier eigentlich auch weitergehen. Haben wir da denn alles schon gesehen oder? Nee, wir haben nicht alles gesehen. Wow. Da bist du selbst schuld. Ist das hier das Ende? Wo es zum Ende geht? Kann sein, ne? Sieht so aus. Sieht ein bisschen so aus, muss ich sagen, so zerklüftet. Ja, gucken wir mal weiter. Da geht's hoch. Da bin ich wieder an der Stelle, wo ich war. Ja. Okay. Aber höher geht's ja auch nicht. Oh. Ja, da sind die Gänge vom Vorteil. Da können die nämlich nicht ausweichen, sonst sind die irgendwie diese kleinen besonders schlimm. So, ich werde jetzt noch ein bisschen machen, aber also ich denke, ich werde nochmal zurückgehen gleich und da kommst du nicht durch, bist so vollgefressen. Aber danach, oh, kommen Äpfel raus. Wie toll. Danach werde ich auch Schluss machen, denn wir haben schon wieder eine ganze Zeit hinter uns. Der Keks, der passt schon nicht mehr rein. Ja, also, ich glaube mal, den schmeißen wir weg. Ich wollte das hier eigentlich machen. So. Also ein ziemlicher Irrgarten hier. Ja, also ich weiß nicht, sieht tatsächlich irgendwie so aus, als wäre es hier auch diese Festung von dem Ende.
Vielleicht vertue ich mich. Da geht's wieder runter und hoch. Ne, hoch geht's eigentlich. Es geht eigentlich gar nicht irgendwo hin. Da brauchen wir uns gar nicht zu bemühen. Ah, Spawner. Ja, also gut, ich werde jetzt gucken, dass ich hier rauskomme und dann einfach zurück. Mal sehen, ob mir das gelingt. Gut, da noch eben Abstecher. Vielleicht lohnt es sich ja, Kiste. Naja, gut, die kann man auch mitnehmen. Brote brauchen wir eigentlich nicht. Hier waren wir auch schon. Hier auch. Und hier geht es auch hoch. Okay. Aber nicht ganz hoch. Ja, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, dass ich hier auch mal den Rückweg finde. Das ist schon mal nichts. Und interessant ist es auch. Nee, ich glaube, hier, nee, ich glaube, hier ist falsch, ich mich recht entsinne. Das war diese Bibliothek, die andere Bibliothek. Hier ist richtig. So. Denke ich. Das ist diese andere Bibliothek. Oder? Nee, das ist meine. Das ist meine, hier bin ich gekommen und da ist ja auch die Leiter. Ja, so ist es. Gut, alles geklärt. So, dann fliegen wir eben zurück und dann machen wir für heute Schluss. Oh, meine Burg. Sieht doch schon imposant aus, oder? Also, ich finde, das ist zwar jetzt nichts Außergewöhnliches, Tolles, aber ich bin zufrieden.
durchaus. Uah, harte Landung. So, jetzt gucken wir nochmal eben nach den Pflanzen und dann ist es gut. Ja, das hat sich schon erweitert hier. Sehr gut. Dann lassen wir mal das weitergehen, wie es geht halt. Da werde ich vielleicht heute Nachmittag noch ein bisschen weitermachen und ernten. Okay, bedanke mich fürs Zuschauen und eventuell bis morgen dann. Tschüss.